Willkommen bei Windows Power Day und einer neuen Produktvorstellung. Heute wollen wir euch einen tollen und besonderen Router vorstellen von der Firma Gel iNet. Dieser nennt sich Brume. Was dieser alles so drauf hat und was ihn wirklich so besonders macht, das wollen wir heute rausfinden und wir legen auch wie immer gleich los. Also, wie schon erwähnt, ist das Tolle an diesem Router, dass er VPN schon eingebaut hat. Wann brauchen wir VPN und was ist VPN überhaupt? VPN ist Virtual Private Network, also man kann hier seine IP verschleiern. Warum sollten wir das brauchen? Wenn wir zum Beispiel im Urlaub sind und wir wollen nicht, dass jeder auf unser Netz zugreifen möchte, oder ich bin in Urlaub und möchte jetzt zum Beispiel Netflix schauen, da kann man ja nicht schauen, wenn man aus einem anderen Land kommt. Das heißt, man muss dann hier wirklich, oder man, damit man die IP hier ändert, das kann ich hier auch eingeben. Aber vor allem, wie gesagt, ich möchte mein eigenes Netzwerk haben und ich möchte auf Nummer sicher surfen. Dann lege ich mir so einen VPN zu. Meistens sind die ja kostenpflichtig. Es gibt aber natürlich auch kostenlose. Wenn man diese in Anspruch nimmt, leidet meist die Geschwindigkeit darunter. Das soll hier alles nicht der Fall sein bei diesem Router, der ja 280 Mbit hier besitzen soll laut Hersteller und 100 mit VPN. Aber genug geredet, wir packen jetzt mal das Ding aus und schauen uns das jetzt mal genau an, wie das Ganze aussieht. So, wir machen das Ganze mal auf, wie gesagt. Hier haben wir mal die Anschlüsse, werden hier gezeigt. Dann, naja, eine Mini-Anleitung, mehr ist es nicht, also ist es nur ein Blatt, leider Gottes. Ich hoffe, die Installation ist selbsterklärend, dadurch, dass ich ja auch kein Profi bin, was Netzwerk betrifft. Dann machen wir mal den guten oder das gute Teil auf. Aha, okay. Das ist der Router also. Okay, es ist kein Spielzeug, es ist wirklich ein Router und der soll wirklich so gut sein. Hier haben wir dreimal Ethernet, dann haben wir hier die USB-Buchse, hier ist die Stromversorgung, das Ganze mit USB-C und dann haben wir hier noch einen Micro-SD-Kartenanschluss. Also das Ding ist ja wirklich winzig klein, wie man hier sehen kann. Ja, sogar kleiner als eine Zigarettenschachtel. Und ob der wirklich was taugt, da bin ich jetzt aber gespannt und ich denke mal, ihr auch. Die technischen Daten, wie gesagt, das ist ein Router, der Gigabit VPN Gateway hat, 1 GB DDR4 RAM, Flash 16 MB, 8 GB ist das Maximum an Speicherkarte, 280 Mbit als Geschwindigkeit, High VPN Performance, unterstützt natürlich OpenVRT, LED ist vorinstalliert und natürlich auch Ubuntu ist ein Betriebssystem, wird hier unterstützt. Das Ganze, wie gesagt, 280 Mbit zum Surfen und 100 Mbit dann mit VPN, welches hier schon alles vorinstalliert ist. Das heißt, ich brauche hier nichts mehr installieren, das ist hier schon vorinstalliert. Und so sieht das ganze Zubehör aus. Das heißt, wir haben hier unseren formschönen kleinen Router, den wir überall mitnehmen können. Ein Netzwerkkabel ist sogar dabei. Dann haben wir hier das Kabel zum Laden, ein USB-C-Kabel. Dann haben wir hier natürlich den Stecker für die Steckdose. Und was hier auch noch toll ist, was hier dabei ist, es ist sogar ein Reiseadapter dabei, falls ich in ein anderes Land hier verreise. Das heißt, die Schnellstartanleitung. Und das hier, das ist alles dabei, mehr gibt es nicht. Es wird Zeit, dass wir das Ganze jetzt mal anstecken und in Betrieb nehmen. Jetzt müssen wir nur noch auf die IP-Adresse 192.168.8.1 gehen, um das Ganze zu konfigurieren. Hier haben wir die Möglichkeit, die Sprache auszuwählen. Dieses Mal sogar in Deutsch, das ist schon mal ein Riesenvorteil. Dann auch weiter. Nun geben wir ein Passwort ein, das sollte natürlich mindestens 5 Zeichen haben,
das geben wir ein. Das haben wir bestätigt und auf Einreichen. Nun sind wir jetzt im Menü drinnen und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, verschiedene Einstellungen einzurichten. Hier haben wir auch die Möglichkeit, wie ihr seht, über einen USB-Port haben wir auch einen Internet-Stick, können wir hier anstecken. Und hier können wir auch unser Smartphone anstecken, um hier Tethering zu machen. So, aber verbundene Geräte. Ich habe hier keines, weil ich eben noch nichts angeschlossen habe. Dann können wir die Firmware mal aktualisieren, das machen wir. Ein Online-Upgrade, gibt es aber keines, so wie es aussieht. 14. September 2019 wurde das letzte gemacht. So, automatische, das aktivieren wir. Jetzt wird hier um 4 Uhr morgens immer ein automatisches Firmware-Update eingerichtet. Das heißt, wir müssen uns hier um nichts mehr kümmern. Dann haben wir hier die Firewall. Das heißt, hier können wir Ports hinzufügen. VPN. Das heißt, hier haben wir den OpenVPN-Client, den Server, den WireGuard, was wir euch gesagt haben. Den WireGuard-Server. Das heißt, wenn wir hier draufklicken, OpenVPN-Client. Haben wir noch keinen, das heißt, wir können hier neu hinzufügen. Und beim Server können wir das Ganze auch machen. Das war mal die VPN. Und dann haben wir hier noch Anwendungen, Plugins, Dateiaustausch und Fernzugriff. Das heißt, bei Fernzugriff habt ihr die Möglichkeit, dann auf das Gerät zuzugreifen. Dann haben wir hier noch den Admin-Passwort. Das können wir hier noch einstellen. Die Tasteneinstellungen, die Architektur. Also wir haben hier verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Doch genug davon, wir wollen jetzt einmal die Geschwindigkeit testen und das schauen wir uns jetzt auch an. Wir starten den Test. Ich zahle für 50 Mbit und ihr seht, ich habe wirklich das, was ich zahle. Mag vielen wenig vorkommen, für mich mehr als ausreichend. Bis zu 260 Mbit werden hier angeboten. Als Upload habe ich hier 10 Mbit, das ist mehr als genug für mich. Also wirklich, der Router hat hier nicht, oder die Firma Gally iNet hat nicht zu viel versprochen. Wir haben wirklich die Leistung, die hier versprochen. Kommen wir zu einem Fazit. Für mich persönlich oder für jemanden, einen Laien, ist das Gerät nicht zu gebrauchen, dadurch, dass man hier wirklich tausende Einstellungen und Möglichkeiten hat. Das heißt, wenn ihr sagt, ihr möchtet nur surfen, dann empfehle ich euch, was günstigeres zu nehmen. Wenn ihr sagt, ich kenne mich gut aus mit der Technik, ich weiß, wie man das alles einstellt, ist das Gerät für euch genau richtig. Fakt ist, das muss man hier wirklich gleich am Anfang vorweg sagen, oder jetzt am Ende, das Ding ist kein WLAN-Router. Das heißt, das ist ein Router ohne WLAN. Das ist ein reiner LAN-Router, das heißt nur mit Kabel zu gebrauchen. Wenn ihr sagt, ich möchte meine Geräte hier ins Netzwerk einhängen, dann müsst ihr das auch mit Kabel machen über das Tethering, was wir euch gezeigt haben. Aber die klassische Art, wo ihr euer Gerät hier einfach nur ins WLAN reinhängt und dann surfen könnt, das gibt es hier nicht. Weil man eben hier auf Nummer sicher geht, das heißt, das Ding, ich möchte das mitnehmen, in Urlaub, möchte hier anonym surfen, dann ist das okay. Oder wenn man sagt, ich habe eine Firma, ich möchte hier ein Firmennetzwerk aufbauen, wo nur die Geräte von der Firma hier reinkommen, dann ist es okay. Aber alles andere, wie gesagt, da gibt es günstigere Geräte, mit einer SIM-Karte, wo ihr dann, also mit einem 3G-Modem, wo ihr dann surfen könnt, oder 4G in dem Fall, wo ihr surfen könnt. Aber ansonsten ist das nichts für den 0815-User, der einfach nur surfen will.
140 Euro kostet das Ding, also doch eine Menge. Es ist zwar klein, es ist wirklich, es kann sehr, sehr viel, das muss man hier wirklich sagen. Ich bin kein Netzwerktechniker und ich habe hier, ich gebe nochmal das Passwort hier ein. Und ich tue mir hier sehr, sehr schwer mit diesen ganzen Funktionen hier, wenn ich mit dem noch nie zu tun gehabt habe, genauso mit der Firewall. Okay, ich weiß, dass man jetzt einzelne Ports schließen kann, aber alles andere, diese ganzen DNS-Server und Netzwerkarchitektur, das ist dann doch für mich persönlich zu viel. Jeder hat andere Stärken natürlich. Solltet ihr dazu Fragen haben, dann stellt diese in den Kommentaren. Wir werden diese natürlich weiterleiten zu dem Hersteller, falls ihr wirklich ein Problem dazu oder damit habt. Diejenigen, die sich damit auskennen, die werden sagen, ja, das ist wirklich ein tolles Ding. Ansonsten, wie gesagt, alle anderen, für den Otto-Verbraucher ist eher nicht zu empfehlen. Das war's von uns. Habt ihr dazu Fragen, dann wie gesagt in den Kommentaren. Über ein Abo und ein Like würden wir uns natürlich sehr freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen. Euer WindowsPower.de Team.